Heute ist Karfreitag, der Tag, an dem Jesus stirbt. Wenn es gestern an Gründonnerstag vielleicht noch ein bisschen Hoffnung gab, dann gibt es die heute nicht mehr. Das Leid wird nicht vorübergehen. Das ist heute gewiss. Kurz vor seinem Tod am Kreuz klagt Jesus Gott an. Warum hast du mich verlassen? Was Jesus empfindet, ist die Angst vor dem Tod. Vielleicht das menschlichste Gefühl von allen. Und ein Gefühl, in dem wir Jesus nah sein können, wie sonst fast nie. Im Markus-Evangelium, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, gibt es ein paar für mich ganz besondere Zeilen. Da ist von Frauen die Rede, die Jüngerinnen von Jesus waren, seine Freundinnen, die ihm nachgefolgt sind und an das, was er gepredigt hat, geglaubt haben. Zwei von ihnen heißen Maria, die kennen wir, aber es waren noch viel mehr. Ich stelle sie mir vor als eine Gruppe mutiger und starker Frauen, die so stark sind, dass sie Jesus sogar bis in den Tod begleiten und ihn in seiner allerschwersten Stunde des Lebens nicht alleine lassen und ihm beistehen. Zu dieser Situation, zu diesem Teil der Bibelgeschichte ist mir ein Lied eingefallen von meiner Lieblingsband Mumford & Sons. Und ich habe ein paar Zeilen daraus übersetzt. Du findest mich hier auf dich wartend. Komm, du kannst hier leiden. Du findest mich hier, wie ich den Atem für dich anhalte. Es ist nie mehr, als ich ertragen kann. Ich wünsche es mir nicht auf eine andere Weise. Du findest mich auf meinen Knien für dich. Es ist nie mehr, als ich ertragen kann. Ich wünsche es mir nicht auf eine andere Weise. Karfreitag bedeutet für mich damals und heute Leiden, dass es keine Hoffnung mehr gibt und dass der Tod da ist. Aber auch eine kleine Gewissheit, die bleibt, dass man darin nicht alleine ist. Oder andersrum formuliert, so wie die Frauen bei Jesus am Kreuz jemanden nicht allein lassen und gemeinsam das schwerste Leid aushalten und einfach da sein. Und wie in der Liedzeile glaube ich daran, dass es nie mehr ist, als wir ertragen können und dass wir oft stärker sind im Aushalten, als wir vielleicht glauben. Die Flamme erlischt. Das bedeutet Karfreitag für mich. Ich schaue auf das Kreuz. Es ist mir wichtig, weil es nie stumm ist, weil ich deine Schreie höre, die Schreie von damals, als Christus mit den anderen am Kreuz hing. Wenn wir genau hinhören und uns nicht ablenken lassen von dem Getöse der digitalen Welt, dann können wir die Schreie hören von heute. Auf den Fluchtwegen durch das Mittelmeer, aus den Lagern an den europäischen Grenzen. Und wir lassen das zu, das Leid von Menschen. Wir haben zugelassen, dass das Mittelmeer in den letzten Jahren zu einem Massengrab wurde. Das ist mein Schmerz. Und das ist auch mein Versagen. Ich schaue auf dein Kreuz, Christus. Und wenn ich nicht schreien kann, tust du es für mich. Ich spüre
meine Versäumnisse, mein Wegducken, wenn ich hätte aufrecht stehen müssen, meine Widersprüchlichkeit, meine Hybris, meine ungenügende Aufmerksamkeit. Du kennst meine Angst, dass ich nicht genug bin. Du kennst meine Angst, dass ich nicht gesehen werde. Meine Arme, die zu kurz greifen, meinen Mangel. Lass mich die Stunde deines Todes aushalten und auf neues Leben warten. Die Flamme erlischt. Jesus Christus ruft am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für mich bedeuten diese Worte auch immer dahin zu gucken, wo unsere Welt Gott verlassen ist. Karfreitag bedeutet für mich, in Deutschland auch dahin zu gucken, wo Gott verlassene Orte sind. Für mich sind das zum Beispiel die Tiertötungsfabriken. Vor 12 Jahren habe ich die erste Dokumentation über solche Fabriken gesehen und erfahren, dass 2 Millionen Tiere täglich in diesen Fabriken geschlachtet werden. Da sind Küken, die geschreddert werden. Da sind Kühe, die an ihren Eutern eitern und bluten. Und es sind viele Tiere, die in ihren eigenen Exkrementen liegen. Und viele Tiere leben noch oder bekommen es mit, wenn sie geschlachtet werden. Karfreitag bedeutet für mich, genau auf diese Orte zu schauen, genau dahin zu gucken, wo Leid geschieht, wo wir Menschen nicht das leben, wofür Gott uns bestimmt hat, nämlich für Liebe und Gerechtigkeit, für ein gutes Zusammenleben, nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit Gottes Geschöpfen. Am Kreuz wird mir das immer wieder bewusst. Und dafür erlischt heute diese Kerze. Thank you.